Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach Vorgestellt, dem Videoformat, in dem wir Ihnen in wenigen Minuten unsere Highlights von Bosch präsentieren möchten. Mein Name ist Nick und in der heutigen Folge geht es um unsere Split-Klimageräte, genauer die 6000i. Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Maria und hier zwischen uns steht die Climate 6000. Das ist unser Klimafokusprodukt für dieses Jahr. Das Gerät hat sehr viele Komfortfunktionen, ist gleichzeitig aber effizient und umweltfreundlich. Und zudem ist es das Gerät in unserer Klimalinie mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Nick, merkst du diese frische Luft hier? Ja, wunderbar, fast wie im Wald. Ja. Und wie Sie zu Hause so waldfrische Luft erzeugen können, das zeigt uns heute unsere Produktmanagerin Maike Geider. Hallo Maike. Hallo ihr zwei. Maike, lass uns doch direkt mit dem Produkt starten. Es hat ja ein super Feature, den sogenannten Plasma Cluster. Könntest du uns kurz erläutern, worum es sich dabei handelt? Ja, gern. Am besten mache ich das aber direkt am Gerät. Perfekt. Um den Plasma Cluster zu aktivieren, gibt es hier dieses Traubenbündel an der Fernbedienung. Ich drücke das mal. Dann seht ihr hier am Gerät, geht eine blaue Leuchte an. Das heißt jetzt, der Plasma-Cluster ist aktiv. Und was bedeutet das? Also wenn der Plasma-Cluster aktiv ist, dann schießt er positiv und negativ geladene Ionen in den Raum. Und die bekämpfen Schadstoffe in der Luft. Und wenn ich sage bekämpfen, dann heißt es eigentlich, die entziehenden Schadstoffen Wasserstoff, machen die dadurch unschädlich. Und positiver Nebeneffekt ist auch noch, diese positiv und negativ geladenen Ionen nehmen diesen Wasserstoff auf und werden zu Wasser. Und dadurch steigt dann auch noch der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft, was auch noch gut für Haut und Haare ist. Und das ist dann also diese frische Luft, was wir so als Waldeffekt bezeichnen? Ja, genau, weil dieser Plasma-Cluster, dieser Ioneneffekt, der kommt eben auch in der Natur vor. Also gerade wenn man im Wald zum Beispiel spazieren geht, an einem Wasserfall entlang, da gibt es in der Natur ganz viele dieser Ionen. Deswegen hat man dort immer dieses frische Gefühl und genau das ahmt der Plasma-Cluster nach. Und eben er bekämpft nebenbei auch noch die Schadstoffe in der Luft, was natürlich super ist. Okay, Schadstoffe ist wahrscheinlich auch für unsere Kunden ein großes Thema. Könntest du darauf ein bisschen genauer eingehen, um welche Schadstoffe es sich dabei handelt? Ja, also er bekämpft eine Vielzahl von Schadstoffen, also zum Beispiel Bakterien oder auch Viren, was ja momentan sowieso in aller Munde ist und aktuell wegen Corona. Er ist auch aktiv gegen Allergene zum Beispiel, also Pollen in der Luft. Er wirkt auch gegen unangenehme Gerüche. Er kann auch statische Ladung in der Luft reduzieren. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, er hat auch noch den positiven Nebeneffekt, dass durch den Feuchtigkeitsgehalt, der gesteigert wird, das auch noch gut für Haut und Haare ist. Und dieser Effekt, das ist jetzt nicht nur ein reiner Marketing-Gag, sage ich mal, sondern das funktioniert tatsächlich. Das haben auch viele unabhängige internationale Testinstitute geprüft. Da gibt es auch Reports dazu. Was man aber trotzdem sagen muss, es ist jetzt kein medizinisches Produkt. Das heißt, es bietet keine hundertprozentige Sicherheit vor, zum Beispiel einer Corona-Infektion. Aber was auch noch ein super Nebeneffekt ist von diesem Plasma-Cluster, er reinigt nicht nur die Luft, er reinigt auch die Inneneinheit. Weil wenn wir uns jetzt im Sommer im Kühlmodus oft befinden, dann fällt ja in der Inneneinheit Kondenswasser an. Das heißt, es ist feucht, es kann sich Schimmel bilden. Deswegen ist es wichtig, dass die Inneneinheit regelmäßig auch gereinigt wird. Und das können wir eben ganz einfach über die Fernbedienung auch über den Plasma-Cluster machen. Das heißt, ich aktiviere das an der Fernbedienung. Das dauert dann circa eine Stunde. Und dann wird eben dieser Effekt mit den Ionen für die Inneneinheit genutzt, um den Schimmel zu bekämpfen und die Inneneinheit zu trocknen. Und das würde ich empfehlen, also wenn das im Sommer regelmäßig läuft, dass man das ungefähr einmal in der Woche macht. Und was hier auch noch super ist bei dem Gerät, also hier diese luftberührten Teile, diese Lamellen, die kann man ganz leicht ausbauen. Das habe ich selber auch schon gemacht. Es dauert vielleicht insgesamt 15 Minuten, habe ich diese ganzen Teile ausgebaut. Ich kann die abwaschen, trocknen lassen und wieder einbauen. Also ist auch super einfach. Und das würde ich empfehlen, wenn jetzt die Kühlsaison zu Ende geht, dass man das dann auch mindestens einmal gemacht hat. Maike, das ist ja wirklich ein tolles Feature, aber die Erfahrung, die ich bisher mit Klimaanlagen gemacht habe, ist, dass es teilweise unangenehm ziehen kann. Wie ist es denn bei unserem Gerät? Ja, das stimmt. Aber wir haben hier eben auch ein ganz tolles Feature bei dem Gerät, den sogenannten Coanda-Effekt.
Und der Coanda-Effekt, der besagt jetzt, wenn das Gerät sich im Kühlmodus befindet, dann wird kalte Luft aus dem oder kühle Luft aus dem Gerät geblasen. Die geht dann eher in Richtung Decke und sinkt dann langsam von Decke Richtung Boden ab. Und im Gegenzug, wenn das Gerät sich im Heizmodus befindet, dann wird die warme Luft nach unten Richtung Boden gelenkt und kann dann langsam aufsteigen. Und dadurch soll dann eben unangenehme Zugerscheinungen vermieden werden. Ja, super. Und wie wird dieser Coanda Airflow aktiviert? Der Coanda Airflow, der ist immer aktiv im Automatikbetrieb. Da muss man gar nichts einstellen. Also haben wir bisher Funktionen für A, saubere Luft, und wir haben keine Luftzüge. Jetzt ist es so, ich als Endkunde hätte natürlich gern so ein Gerät in jedem meiner Räume. Haben wir da vielleicht eine Lösung? Ja, also prinzipiell ist das mal ein Single-Split-Gerät. Das heißt, das ist für den Einsatz in einem Raum gedacht. Aber was wir auch bei diesem Gerät haben, ganz tolles Feature, ist der Multispace-Modus. Damit haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal im Markt. Das hat sonst kein anderer. Und das zeige ich euch am besten auch kurz am Gerät. So, also der Multispace-Modus, der lässt sich auch ganz einfach an der Fernbedienung aktivieren. Da gibt es hier diesen Button. Wenn ich den jetzt hier mal drücke, dann seht ihr, die Luftklappe am Gerät, die bewegt sich nach oben. Und das bedeutet jetzt, dass der Luftstrom weiter in den Raum geworfen wird. Und das Gerät, es gibt jetzt auch so richtig Gas. Also Maria, vielleicht willst du mal kurz kommen und das ausprobieren. Dass man vielleicht sieht mit deinen Haaren. Genau, also super. Das Gerät gibt jetzt Gas, wirft die Luft weit in den Raum. Und die Luftlamellen, die bewegen sich nach rechts und nach links und verteilen somit die Luft auch gleichmäßig. Jetzt ist natürlich schon wichtig, dass das Gerät auch entsprechend strategisch gut positioniert ist. Also am besten vielleicht in einem zentral gelegenen Flur oder vielleicht gegenüber von einer offenen Tür in einem Raum installiert. Und dann, wie gesagt, funktioniert es, dass eben angrenzende Räume eben auch mittemperiert werden. Ja, danke, Maike. Das Gerät hat tatsächlich ganz schön viel Gas gegeben. Was jetzt noch richtig cool wäre, ist, wenn ich das Gerät jederzeit auch von unterwegs zum Beispiel mit einer App steuern kann. Haben wir da was im Angebot? Ja, da haben wir auch was im Programm. Wir haben hier dieses kleine Zubehör, das G10CL. Das kann nachträglich oder auch während der Installation direkt in die Inneneinheit eingebaut werden durch den Installateur. Das ist relativ unkompliziert möglich. Und wenn das eingebaut ist, dann kann das Gerät mit dem Internet verbunden werden und dann über unsere neue App HomeCom Easy gesteuert werden. Und welche Funktionen kann ich dann per App steuern? Also momentan gehen so prinzipiell die Basisfunktionen einer Klimaanlage. Also ich kann das Gerät an- und ausschalten, ich kann die verschiedenen Betriebsmodi einstellen, also zum Beispiel heizen, kühlen, entfeuchten. Ich kann die Solltemperatur im Raum einstellen, ich kann die Gebläsedrehzahl einstellen und auch die Richtung der Luftlamellen, also rechts, links, unten, oben. Also diese Basisfunktionen, das ist heute schon möglich. Und wir arbeiten aber auch kontinuierlich daran, dass diese Funktionen noch ausgebaut werden. Das heißt zum Beispiel, dass es mal einen Wochentimer geben wird oder sowas. Super, Maike, das sind ja tolle Features. Wir konzentrieren uns ja heute ganz stark auf die Climate 6000. Haben wir denn noch weitere Produkte in unserem Portfolio? Ja, also bei den Single-Split-Geräten, die jetzt für einen Raum ja gedacht sind, haben wir insgesamt 4 Linien. Die Climate 5000 ist unser Einsteigergerät. Dann haben wir die Climate 6000i, die wir heute hier schwerpunktmäßig vorstellen, die auch in meinen Augen, so wie die Maria es auch schon gesagt hat, unser Preis-Leistungssieger ist. Und wir haben noch 2 Oberliniengeräte, die Climate 8000i und 9000i. Und wir haben auch noch eine Multisplit-Serie, die Climate 5000 MS. Das heißt, hier können bis zu 5 Räume geheizt oder gekühlt werden. Und hier haben wir 2 verschiedene Inneneinheiten zur Auswahl. Zum einen eine wandhängende Einheit oder auch eine Deckenkassette. Super, also ist für jeden Bedarf was dabei. Genau. Was mich noch interessieren würde, aktuell ist ja das Thema Klimawandel und damit verbunden auch Klimaschutz ganz, ganz stark im Trend. Haben wir auch bei der Entwicklung der Climate umweltschutztechnisch was beachtet? Ja, also bei den Split-Klima-Geräten ist natürlich neben den ganzen Komfortfunktionen, die wir jetzt heute hier vorstellen, spielt natürlich die Effizienz und auch die Umweltfreundlichkeit eine ganz wichtige Rolle. Wir haben bei all unseren Split-Klima-Geräten schon das zukunftsfähige Kältemittel R32 vorbefüllt. Und worauf man auch immer wieder hinweisen sollte, weil ich finde, das ist ganz wichtig, diese Split-Klima-Geräte, das sind technisch gesehen Luft-Luft-Wärmepumpen. Also per se schon sehr, sehr effizient. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dem Klimagerät 1 Kilowatt Strom reinstecke, kann ich bis zu maximal 8 Kilowatt Kühlleistung herausbekommen.
Maike, vielen Dank für diesen kompetenten fachlichen Input. Noch eine kleine persönliche Frage an dich. Ich weiß ja, dass du die Climate 6000 auch bei dir zu Hause installiert hast. Was sind denn deine bisherigen Erfahrungen mit dem Gerät? Ja, also die Climate 6000i haben wir bei uns zu Hause letztes Jahr eingebaut. Und mein Mann zum Beispiel ist kein Techniker, der hat mit den Geräten überhaupt nichts am Hut. Und wir haben das Gerät bei uns installiert und ich hatte den Plasma-Cluster aktiviert. Und er hat wirklich nach einer Stunde gesagt, wow, ist hier eine frische Luft. Also man merkt das wirklich, es ist jetzt nicht nur so ein Marketing-Gag, sondern es sind wirkliche Funktionen, die tollen Komfort bringen und die ich wirklich auch aus persönlicher Erfahrung heraus empfehlen kann. Super. Maike, vielen Dank für deine Zeit heute und für die ersten Erklärungen der Climate 6000. Bevor wir dich gehen lassen können, noch eine Kleinigkeit. Tradition war einfach vorgestellt, ist der sogenannte Elevator Pitch. Wir würden dir nochmal 30 Sekunden hier auf der Bühne bieten, wo du direkt an unsere Kunden sprechen kannst und ihnen nochmal erklären, was denn so konkret an der 6000 so toll ist. Gerne. Mit der Climate 6000i haben wir ein Split-Klimagerät im Portfolio, was sich wirklich durch ganz besondere Komfortfunktionen auszeichnet. Wir haben zum einen Plasma-Cluster zur Luft- und zur Selbstreinigung, wir können unangenehme Zugerscheinungen durch den Coanda Airflow vermeiden und wir können sogar mehrere Räume beheizen oder kühlen. Und auch die Umweltfreundlichkeit kommt nicht zu kurz. Da kann ich am Ende eigentlich nur noch sagen, keep cool mit der Climate-Geräteserie von Bosch. Maike, super, vielen Dank für diese coole Performance. Und Nick, was machst du? Ich habe noch kurz die frische Luft genossen. Alles klar. Das war's von uns zum Thema gutes Klima. Wir freuen uns, Sie im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.